Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhorn.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Willkommen in der letzten Handelswoche des März. Ich hoffe natürlich, alle hatten ein spannendes Osterfest. Ich hatte ja gesagt, lieber mal die Finger vom Markt lassen. Klar, der Forex-Markt schläft nie. Wir hätten auch am Karfreitag und am Ostermontag handeln können, aber ich muss ehrlich sagen, für mich bestand da kein großes Interesse. Ich wollte meine Osterfeiertage auch mal ganz, ganz in Ruhe genießen und nicht an den Markt denken. Heute natürlich gleich der Hinweis, 19:30 Uhr, das Dienstags-Live-Webinar, wie immer, kostenfrei natürlich, und wir schauen uns den Wirtschaftskalender für die ganze Woche an, besprechen alles nochmal im Detail und natürlich machen wir wieder oder absolvieren wir wieder einen gesamten Marktüberblick oder Marktausblick, natürlich wieder mit der obligatorischen Wunschanalyse von den Teilnehmern oder den Wunschanalysen von den Teilnehmern. Und es gibt ja einiges Interessantes im Markt zu beobachten, einiges oder ein paar Dinge davon wollen wir uns heute Morgen im Video anschauen. Werfen wir erst einmal einen Blick in den Wirtschaftskalender. Heute Dienstag, der 29. März. Wir sehen schon wenig los. Ja, wirklich wenig los. Wir bekommen die ersten wichtigen Zahlen, kommen erst ab circa 13:55 Uhr mit dem US Redbook. Das Ganze geht dann weiter mit dem S&P Case-Shiller Hauspreisindex und dem Verbrauchervertrauen um 15 Uhr aus den USA. Das ist so ein bisschen das Wichtigste oder das Highlight heute. Dann spricht heute noch Janet Yellen um 17:30 Uhr. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Wir bekommen ja diese Woche wieder die ADP-Zahlen am Mittwoch und die Non-Farm Payrolls, also die NFP-Zahlen am Freitag, US-Arbeitsmarktdaten. Das wird natürlich nochmal wichtig. Aber heute zum Beginn der Woche müssen wir erstmal schauen, wie sich die Indizes einpegeln, wie sich der Gesamtmarkt einpegelt nach den Osterfeiertagen. Und dann schauen wir mal weiter. So, das war es eigentlich schon vom Wirtschaftskalender. Viel mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Deshalb schauen wir in den DAX aktuell. Die Wochenkerzen, naja, er kämpft sich so ein bisschen hoch, ist aber letztendlich immer wieder an der 10.100-Punkte-Marke gescheitert. Wir sehen es schon hier auf Wochenbasis. An diesem horizontalen Widerstand kommt der anscheinend wirklich nicht drüber. Die Wochenkerzen der letzten 3 Wochen, allesamt Umkehrkerzen, kann man so schön sagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir hier in eine größere Short-Bewegung oder Bearish-Bewegung übergehen. Wir haben ja noch ein Gap offen. Ich habe es hier mal markiert bei ca. 8.985 Punkten oder 1.986 Punkten hier in diesem Bereich. Mal sehen, ob wir es vielleicht im kommenden Monat, also im April, noch schaffen zu schließen und dann in eine weitere Rallye übergehen, oder ob wir eben, und das schauen wir uns mal im H4-Chart an, oder ob wir eben wirklich hier beim rund um das jüngste offene Gap bei ca. 9.600 Punkten bzw. 9.500 Punkten das Ganze hier absolvieren als Retest, als Gap Close, und dann bereits in die große bullische Bewegung übergehen. Denn es ist schon ein Stück, und das muss man schon zugeben, es ist schon ein Stück in die Short-Richtung, wenn wir jetzt wirklich vorhätten, hier noch runterzulaufen. Also da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob wir das hier. Also diesen Monat werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Das sind ja sowieso nur noch eigentlich, inklusive heute, noch 3 Tage, lediglich nur noch 3 Handelstage. Da werden wir wohl kaum bis hier runterlaufen. Aber selbst durch diesen Unterstützungsbereich zu brechen, ja, das ist ja so ein bisschen insgeheim mein Kursziel, mein aktuelles Kursziel rund um die 9.450-Punkte-Marke bzw. rund um die 9.500-Punkte-Marke. Und wenn wir hier, um hier durchzukrachen, brauchen wir schon ein paar sehr, sehr wichtige Zahlen, ein paar wichtige Informationen, sei es seitens der Fed, sei es seitens der EZB, sei es aufgrund etwaiger Zahlen aus China, die uns ja auch erwarten diese Woche, ja. Also bereits in der ersten Session von Donnerstag auf Freitag, da kommen ja schon einige Zahlen auf uns zu aus China. Und deswegen, also solche Zahlen könnte ich mir vorstellen, solche fundamentalen Ereignisse könnte ich mir vorstellen, dass die diesen Kurs hier durchdrücken. Aktuell sehe ich hier eher großes Stabilisierungspotenzial. Und im Umkehrschluss dann natürlich auch ein höheres Long-Potenzial, als jetzt hier noch gewaltig unter diesen Unterstützungsbereich zu brechen. Also da, das wage ich momentan echt noch sehr, sehr stark zu bezweifeln. Und da schauen wir, oder bleiben wir gleich mal hier im H4-Chart. Wir sehen es ganz, ganz deutlich, der DAX immer noch in dieser relativ großen Range zwischen 9.786 Punkten ungefähr, ja, und diesen 10.128 Punkten. Wir sehen schon hier, diese H4-Kerzen vom 23.03. sind einfach nicht über diesen kleinen bullischen Fehlausbruch drüber hinausgekommen.
Deswegen aktuell dieses kleine offene Gap noch im Fokus bei circa, was sind das, 10.030 Punkten. Aber der Kurs könnte natürlich durchaus noch einmal hier bis 10.100 Punkte laufen, sich hier stabilisieren, dann könnte man das Ganze hier short traden. Und ja, Kursziel, wie gesagt, ich hatte es schon benannt, hier ungefähr beim 38,2 Fibonacci Expansion Level dieser gesamten bisherigen Aufwärtsbewegung. So, was haben wir noch auf dem Schirm? Und zwar Cable. Cable wollte ich mir mal anschauen. Wir sahen ja in den vergangenen Wochen und Monaten eine Art kleine Stabilisierung. Nachdem wir hier sehr, sehr dynamisch aus dieser wunderschönen bärischen Flagge ausgebrochen sind, wurde ja auch getestet. Die Setups hatten alle allesamt sehr, sehr gut funktioniert. Letztendlich haben wir uns hier am 76,4er, 78,6er Expansion Level punktgenau stabilisiert und auch dieser Bereich, muss es mal ein bisschen ranzoomen hier im Daily Chart, auch dieser Bereich bei ca. 1,41, der ist natürlich immer wieder in den Fokus gerückt. Der Kurs hat hier dieses offene Gap geschlossen, dann ist er hier ein bisschen wieder drüber. Er spielt letztendlich hier rund um dieses 61,8 Expansion Level ein wenig herum. Diese beiden Bereiche hier, diese beiden unteren Bereiche rücken nun zunehmend in den Vordergrund, beziehungsweise werden als potenzielle bullische Positionierungsmöglichkeiten immer attraktiver. Und das können wir uns auch mal Vierchart nochmal angucken. Das ist hier zum einen natürlich, wenn man es ganz exakt bemessen will, hier die 1,4077. Hier könnte man sich auch an diesen Spikes orientieren bezüglich des Stop-Loss-Tests, recht überschaubar. Und das Kursziel schauen wir uns gleich mal an, bis wohin wir wollen mit dem Kurs. Und da brauchen wir über das CAV nicht mehr diskutieren. Das ist einfach phänomenal. Aber ich möchte hier eben wieder eine Stabilisierung abwarten, wenn der Kurs es denn schafft, hier noch einmal runterzukommen. Das ist eben die nächste Frage. Ja, schafft er das denn überhaupt? Aber der Cable oder British Pfund US-Dollar ist momentan so dynamisch, dass ich ihm das durchaus zutrauen würde. Alternativ dazu natürlich, wenn der Kurs hier durchbricht, durch diesen Unterstützungsbereich bei ca. 1,4077, dann der nächste Unterstützungsbereich hier bei, was ist das, was ist das? Die 1,3867 bzw. 1,3880, wir können sie einfach mal aufrunden. Auch hier natürlich dieser kleine bärische Fehlausbruch als Orientierung nützlich bezüglich des Stop-Loss. Und ja, diese beiden Positionierungsmöglichkeiten bieten sich hier auf jeden Fall an. Zum Kursziel, nun ja, ich möchte gerne zu diesem nächsten Expansion Level, beziehungsweise zu diesem letzten horizontalen Unterstützungsbereich, der letztendlich durchbrochen worden ist, bei ca. 1,48, knapp oberhalb der 1,48, aber nie getestet worden ist auf Daily-Basis. Ja. Hier diese kleine Spike auf V4-Basis, das war auch nochmal ein schöner Short-Einstieg, aber eben auf Daily-Basis, auf Weekly-Basis noch nicht geschehen. Und deshalb schließe ich nicht aus, dass der Kurs hier durchaus nochmal hochlaufen könnte. Und jetzt kommen wir hier zu diesem CAV. Also wenn wir hier uns alle einkaufen können mit ca. 750 Pip Gewinnorientierung, beziehungsweise auch 960, 950 Pip, da ja, wie gesagt, brauche ich nicht lange drüber diskutieren. Was natürlich als Widerstand auf uns zukommt, und der ist ziemlich hartnäckig, das ist hier dieser Bereich bei ca. 1,46 respektive 50er Expansion Level. Und Flaggentiefpunkt oder Tiefpunkt der damaligen bayerischen Flagge. Also das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber selbst wenn wir uns hier einkaufen mit 500 Pip bzw. dann 700 Pip, das lohnt sich allemal, es zumindest bis dahin zu probieren. Also da bin ich durchaus gewillt, das Ganze durchzuziehen. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, hier so eine Art inverse SKS zu sehen. Klar, logisch. Das sticht natürlich sofort ins Auge, wenn wir uns das hier mal angucken. Hier potenzielle linke Schulter, Kopf und hier meinetwegen die rechte Schulter. Da haben wir natürlich ein ganz anderes Gewinnpotenzial, wenn sich hier in diesem Bereich so eine Art Neckline ausbildet. Da sprechen dann schon mal über 777 Pip. Allein wenn der Kurs hier über dieses Niveau ausbricht, dann sollten wir uns irgendwo hier mal in diesem Bereich wiederfinden, bei ca. 1,5380 bzw. 1,54. Aber das ist alles mir noch ein bisschen zu vage, zu heikel, jetzt hier über eine inverse SKS zu sprechen. Also horizontale Unterstützung hin und her, okay, das finde ich ganz interessant und das können wir auch durchziehen. Aber jetzt hier mit einer inversen SKS zu rechnen, das ist mir jetzt einfach noch ein bisschen zu viel Spekulation. Das können wir ja nochmal machen, falls sich hier wirklich diese inverse SKS abzeichnet, falls wirklich hier diese Art Neckline durchbricht, dann sehe ich auch einen Grund dazu, darüber zu diskutieren. Momentan aber, wie gesagt, nur die horizontale Unterstützung im Vordergrund. Und zum Schluss schauen wir uns noch an den Euro gegen den japanischen Yen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier. Wir hatten jetzt letztens schon mal darüber gesprochen, dass dieses Retracement hier, dieses 61,8 Retracement bei ca. 1,2830 bzw. 1,2840, 1,2850 hier ganz interessant ist im Zusammenhang mit diesem vermeintlichen bullischen Fehlausbruch aus dieser bärischen Flagge. Ja, und da brauchen wir nämlich noch einen internen Retest. Wenn sich der Kurs hier auf diesem Kursniveau stabilisieren kann bzw. auf Widerstand stößt, vielleicht nochmal einen kleinen oder anderen, kleinen oder
einen oder anderen Spike hier oben raus manövriert, könnte man sich hier dahingehend orientieren bezüglich des Stop-Loss und das Ganze dann runter traden. Das nächste Kursziel natürlich, und da müssen wir hier mal die Projektionshöhe dieser Flagge ausmessen. Müssen wir dann sehen, wo es denn ausbricht. Das ist ja die große Frage. Ja, vielleicht hier irgendwo, dass wir uns dann bei diesem Unterstützungsniveau nochmal wiederfinden würde, aber letztendlich bedeuten, dass wir durchaus nochmal größeres Long-Potenzial hätten im Euro-Yen. Das müssen wir momentan abwarten. Ja, also das ist das übergeordnete Kursziel. Das nächste übergeordnete Kursziel lauert definitiv bei der 1,20. Das ist die Projektionshöhe dieser großen bärischen Flagge damals. Beziehungsweise wollen wir uns dann an diesen Expansion-Levels Stück für Stück nach unten arbeiten. Aber es kann eben nicht ausgeschlossen werden, dass wir hier im Euro-Yen durchaus nochmal ein bisschen hochwandern. Zum Beispiel wirklich 50er, 55 EMA. Noch einmal diese bärische Flagge antesten. Ja? Im Zusammenhang zum Beispiel nochmal mit dem 38,2er Expansion Level. Das ist alles möglich. Wir müssen uns eben vor Augen führen, dass wir uns hier im Weekly Chart befinden. Ja, das geht nicht alles ruckzuck, dass wir hier irgendwann mal beim großen, großen Kursziel bei ca. 1,03 gelandet sind. Nee, es kann durchaus sein, dass wir hier nochmal ein Stück weit hochwandern. Also das ist nicht auszuschließen. Aber im Vordergrund steht jetzt momentan wirklich der H4 Chart, was ich gerade gezeigt habe. Aber meiner Meinung nach ist es schon wichtig, dass wir auf Weekly-Basis letztendlich aber unterhalb dieses Widerstandsbereichs bleiben, also unterhalb dieser 1,2730 verbleiben oder 1,2750 verbleiben wir nicht hier darunter, unter diesem Bereich. Kann es eben sein, dass das hier ein zumindest temporär einen bärischen Fehlausbruch darstellt, wie wir hier hochwandern, das Ganze nochmal von oben testen und dann eben noch einmal größeres Long-Potenzial hätten. Momentan ist es noch nicht absehbar, beziehungsweise ist es noch nicht auf dem Schirm, aber wir müssen es eben im Hinterkopf behalten. Aktuell aber, wie gesagt, der H4-Chart. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass es ein kleiner guter Einblick in den Markt war zum heutigen Dienstag. Wie gesagt, nochmal dran denken, heute ist Dienstags-Live-Webinar, 19:30 Uhr findet natürlich statt. Das letzte für diesen Monat, im April geht es dann weiter. Und bis dahin wünsche ich erstmal viel Erfolg bis zur nächsten Analyse und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Tschüss.